Aber zum Studio, der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Jiasarai. Herzlich willkommen. Heute sind Sie vorgestellt worden, noch sozusagen noch mal offiziell. Wir haben es jetzt gerade gesehen, gibt einen neuen Impfstoff, für die EU zumindest zugelassen. Erstmal, wie sehen Sie das? Ein neuer Impfstoff, die Möglichkeit, dass sich Menschen noch freiwillig zusätzlich impfen lassen? Halten Sie das für einen guten Weg? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewerten. Das müssen wir abwarten. Es gibt kluge Expertinnen und Experten, die uns das in den nächsten Tagen etwas genauer erklären werden. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, wir sollten auch als Politik immer gerade bei diesem Thema sehr vorsichtig sein mit Vorfestlegungen, Dinge, die noch nicht feststehen, weil hinterher sind wir dann gezwungen, unsere Meinung zu korrigieren. Und draußen haben die Leute den Eindruck, wir haben die Lage gar nicht im Griff. Das ist ja bei der FDP mal passiert gerade. Ich wollte gerade sagen, man hat bei der FDP ja jetzt etwas Gefühl, dass man da seine eigene Meinung korrigieren musste. Man war in der Zeit als Opposition immer sehr stark und sehr laut gegen viele Maßnahmen, war für die Freiheit. Jetzt ist man in einer Regierung, die morgen wahrscheinlich beschließen wird, dass es ein Lockdown-Light auch für Geimpfte gibt. Bei der Impfpflicht ändert man da seine Meinung. Also da gibt es ja relativ viele Röhren rückwärts jetzt. Schauen Sie, das ist doch völlig normal, dass eine Partei oder eine Fraktion in der Opposition eine andere Rolle hat als letztendlich in der Regierungsfraktion. Und Ihnen ist mit Sicherheit auch aufgefallen, dass wir als FDP nicht alleine regieren, sondern dass es eine Koalition, wo auch unterschiedliche Vorstellungen erklären. Das heißt, wir können hier nicht wie in der Opposition reine Lehre predigen. Aber Sie haben natürlich auch das Thema allgemeine Impfpflicht damit ja auch indirekt angesprochen. Ja, da haben Sie recht. Gelegentlich ändern sich auch Positionen. Das ist auch gut so. Denn die Rahmenbedingungen ändern sich auch. Das erleben wir ja auch in dieser Pandemie. Die Dinge, die wir möglicherweise heute für richtig halten, die können übermorgen schon falsch sein. Das heißt, es ist eine kluge Politik, verfolgt diese veränderten Parameter und Rahmenbedingungen und ändert auch dementsprechend die Politik. Nur haben wir da den Eindruck, dass die FDP in sich noch gar nicht mal einig ist beim Thema Impfpflicht. Das ist eine 180-Grad-Drehung auf jeden Fall. Es hieß auf gar keinen Fall eine Impfpflicht vor der Wahl. Sie haben ja gerade gesagt, okay, Dinge können sich ändern, gerade in der Koalition. Nichts anderes sagen Sie als, unser Versprechen gilt nicht mehr, mit uns doch eine Impfpflicht. Und dann ist die FDP sich ja gar nicht einig. Es gibt 30 Bundestagsabgeordnete, mit denen Wolfgang Kubicki einen Antrag gegen die Impfpflicht eingebracht hat. Wo steht denn die FDP jetzt? Das ist ja für viele wirklich nicht nachzuvollziehen. Ja. Also diese Analyse ist nicht richtig. Ich meine das mit sehr viel Respekt. Die Debatte um die allgemeine Impfpflicht, die gibt es in allen Parteien, die gibt es in allen Fraktionen. Und es war außerordentlich klug zu sagen, wir machen im Deutschen Bundestag dazu eine Debatte, die ohne Fraktionszwang stattfindet. Und das ist richtig. Und ich kann das auch bei mir selbst auch sehr genau erklären, wenn Sie mich im Sommer noch gefragt hätten, wie meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, hätte ich Ihnen im Sommer ganz klar gesagt, eine allgemeine Impfpflicht. Ich wäre gegen eine solche allgemeine Impfpflicht. Und heute, auch vor dem Hintergrund, dass sich Rahmenbedingungen verändert haben, im Sommer wussten wir auch nicht von der Variante beispielsweise Omikron. Das heißt, die Dinge verändern sich. Und heute muss ich Ihnen ganz offen sagen, da bin ich sehr gespannt auf die Gruppenanträge, auf die Diskussion im Deutschen Bundestag und werden uns dementsprechend dann auch eine Meinung dazu bilden. Aber nochmal zurück, es wäre gerade in dieser Pandemie völlig falsch und der falsche Ansatz zu sagen, man hat eine Meinung, dabei bleibt es auch in den nächsten Wochen und Monaten. So wird man die Pandemie nicht erfolgreich bekämpfen können und erst recht nicht in einer Regierungspartei. Corona natürlich aktuell das große Thema, aber bei weitem nicht das einzige Thema, um das sich die Regierung jetzt kümmern muss. Sie sind bislang vor allem auch als Außenpolitiker, als Experte dafür aufgetreten. Da gibt es natürlich auch große Baustellen. Vor allem, wenn wir jetzt mal auf Russland blicken, da heute er jetzt die nächste Eskalationsstufe schon fast, wenn man so will. Wie muss da jetzt die Ampel weiter agieren in diesem Konflikt mit Russland? Ja, also zunächst einmal, ich bleibe auch nach wie vor sehr interessiert an außenpolitischen Themen. Ich finde insgesamt, dass wir uns in Deutschland mehr mit außenpolitischen Themen beschäftigen müssen. Wir haben keine echte außenpolitische Diskussionskultur in Deutschland, leider. Und die Dinge, die um uns herum geschehen, die betreffen uns. Bin auch etwas erstaunt, wie nebensächlich dieses Thema, gerade das, was Sie angesprochen haben, die Ereignisse an der ukrainischen Grenze, wie wenig Beachtung diese in Deutschland bekommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dazu eine feste europäische Positionierung brauchen. Und ich bin auch dafür, dass wir
auch bei jeder Gelegenheit ganz deutlich machen müssen, dass wir voll auf der Seite der Ukraine stehen und wir diese Politik Russlands nicht tolerieren und nicht dulden. Da müssen wir jetzt noch auf ein aktuelles Thema von heute eingehen, auf das wir eigentlich auch raus wollten. Es geht gar nicht um die Ukraine, es geht um Russland. Das Land hat heute die Ausweisung von 2 deutschen Diplomaten angekündigt, reagiert seinerseits auf die Ausweisung von 2 russischen Diplomaten aus Deutschland, die Außenministerin Annalena Baerbock ja vor knapp einer Woche dann ausgewiesen hatte. Da geht es um das Urteil am Berliner Landgericht um den sogenannten Tiergartenmord. Und da wollten wir Sie eben noch mal nach der Reaktion fragen. Also Russland reagiert da jetzt. Das ist ja eine Retourkutsche, kann man letztlich nur sagen. Oder wie bewerten Sie das? Ja, und das ist auch nichts Neues. Wir kennen ja, oder ich kenne auch diese Art der russischen Politik seit vielen, vielen Jahren. Faktisch beobachten wir das ja seit vielen Jahren, dass Russland ganz gezielt versucht, in Deutschland, aber auch europäische Staaten zu destabilisieren. Und selbstverständlich ist Russland nicht bereit, dafür Verantwortung zu nehmen. Russland tut ja immer so, als würden wir diese Dinge komplett erfinden. Von daher gab es diese Reaktion dieser Art ja auch schon in der Vergangenheit. Aber Fakt ist, wir dürfen uns in Deutschland, wir dürfen nicht naiv sein, wenn es um die Betrachtung von Russland geht und der aktuellen russischen Politik geht. Und da brauchen wir wirklich eine geschlossene europäische Positionierung. Und vor allem, wir müssen auch gegenüber Russland signalisieren und auch diese Botschaft vorher ganz deutlich setzen. Sollte Russland diese Art der Politik fortsetzen, speziell mit Blick auf das Thema auch Ukraine, dass das schwerwiegende Folgen auch für Russland haben wird. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier heute Abend waren, für Ihre Zeit und diese klaren Worte. Dankeschön. Sehr gerne, jederzeit wieder.